Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von, ja richtig, Zero to Hero. Wir sind am Start mit unserem Karrieremodus Simulationsprojekt und heute geht es unter anderem gegen Philly und das wird natürlich mal wieder alles andere als einfach. Wir stehen momentan auf Tabellenplatz 6 in unserer Conference, was nicht so schön ist. Wir haben vor uns die Red Bulls, eben Philly, Montreal, Toronto und New York City, die schon ziemlich weit vorne stehen. Würde nicht schön, Western Conference. Ja, ist auch stark, aber allgemein versuchen wir ja sowieso irgendwie den Verein zu wechseln, nur will das nicht so recht funktionieren. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es läuft eine Jobbewerbung. Vielleicht funktioniert es ja dieses Mal. Ich mache mal die Aufstellung und gehe mal rein ins Spiel. Ich habe absolut nichts geändert, jetzt geht's los gegen Philly. Die haben zuletzt verloren, davor gewonnen gegen Colorado und ein 1-1 gegen New York und führen nach 2 Minuten durch Pontius mit 1-0. Aber Majoral macht den Ausgleichstreffer, sehr schön, unserer Madrilene. Macht hier das Tor. Mal sehen, wie es weitergeht. Vor der Halbzeit noch eine gelbe Karte für Geddes, der mal ein richtig cooler Rechtsverteidiger in Ultimate Team war. Bronze. Kijneros kommt für Letou rein. Arbe kommt für Edu rein. Das reimt sich sogar. Es ist 75 Minuten durch. Ballon kommt für Fossum. Jeffrey kommt für Ronny. Marquez für Ullare. Und Marquez? Nein, Marquez kriegt gelb. Und Bunray kommt für Ullare. Aber Majorel schnürt den Doppelpack. Und wir gewinnen 2-1 gegen Philly. Das sind nochmal super Neuigkeiten. Das wiederum sind keine super Neuigkeiten. Wigan möchte uns nicht haben. Clayton Daniels, unser südafrikanischer Innenverteidiger, den wir ablösefrei geholt haben, beschwert sich über seine nicht vorhandene... Nee, den haben wir gar nicht ablösefrei geholt. Der war schon da, oder? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall beschwert er sich über seine Rolle im Verein, die aber natürlich jetzt nicht mehr so groß ist, weil wir jetzt Miesca und Rugani haben. Davor noch Sambinha und Gonçalves. Ja, schlecht für ihn. Soll mich aber nicht weiter stören. Naja. So, auswärts beim unangefochtenen Spitzenreiter gegen New York City Football Club im 4-2-3-1-2. Haben zuletzt unentschieden gegen die Red Bulls gespielt, also im New Yorker Duell davor, aber alles gewonnen. Poco und Villa vorne drin. 1-0 durch Majoral, sehr schön, es geht gut los für uns. Rugani kriegt die gelbe Karte, mal wieder wurde auch Zeit. Letzte Partie nicht, normalerweise kriegt er ja immer gelb. Unser italienischer Innenverteidiger Poco macht den Ausgleichstreffer für New York. Ullare kommt für Majoral rein und es gibt gelb für Matarita. Mal sehen, ob das uns helfen könnte. An sich sollte jetzt in Überzahl was möglich sein. Agudelo macht das 2-1, trifft auch mal wieder. Sehr schön, unser zweiter Innenverteidiger ist gelb belastet. Aber wir gewinnen! Wir gewinnen gegen New York City! Das ist ein richtig geiler Episodenanfang. Also besser geht's ja kaum. Ich dachte wenigstens Heidenheim würde mich nehmen. Aber nein, Heidenheim möchte mich auch nicht. Oh, wei. So, Freunde. Training, Training, Training. Wir haben ein Upgrade bei Success und ansonsten BCC und D. Bei unter anderem Rugani, Majoral und Green. Aber schön, dass immer ein Success sich entwickelt. Gerade waren wir noch Dritter, Zweiter, jetzt sind wir wieder Vierter. Allerdings können wir theoretisch an Toronto vorbeiziehen mit einem Sieg. Allerdings haben die auch ein Spiel weniger. Naja, egal. Trotzdem haben sie eine gute Chance. Es geht zu Hause gegen DC United, die zuletzt ihre 3 Spiele verloren gegen Montreal, gegen New York und gegen Houston. Die spielen 4-4-2, haben an sich eine gute Elf mit beispielsweise vorne Saborio und Papadopoulos, wer auch immer das sein mag, Nigel, Savas. Das sind an sich alles keine schlechten Spieler, Opare ist auch nicht schlecht, aber Success bringt uns in Führung. Franklin ist auch nicht, ich weiß gar nicht, warum die so weit unten stehen, aber mir soll es egal sein, solange wir gewinnen. Success bringt uns, wie gesagt, in Führung, unser nigerianischer Flügel- bzw. Stürmerspieler. Fossum macht das 2-0, der 96er, einer der wenigen Montanas Trikot noch mit Ehren tragen dürfen, aber es trotzdem abgegeben haben an die Ultras. Das war eine sehr interessante bzw. demütigende Geste für die Spieler, aber sie war angebracht nach den Leistungen. Wir gewinnen 2-1 und das zum dritten Mal in dieser Episode. So, nächstes Training und zwar haben wir diesmal F bei Ullare, den ich gerade noch reingenommen habe, aber B bei Green, was Schönes, B bei Miesca und D bei Success und bei Rugani, der gerade übrigens rot gesperrt, also gelb gesperrt war. Das ist echt traurig. So, zuletzt Siege für die Columbus Crew gegen Toronto und gegen Montreal. Unentschieden gegen Sporting KC, spielen ebenfalls 4-2-1-2 und sind momentan Vierter, während wir auf Platz 2 rangieren. Mal sehen, ob wir da was ausrichten können. Spielen unsere Bestbesetzung und das vom Rating her vor allem. Und Pharrell bringt uns in Führung. Francis und Parker ist zwei Verteidiger bereits. Die Gelfer waren sind. Success macht das 2-0 für unsere Mannschaft, die momentan anscheinend im Aufschwung ist. Was natürlich sehr, sehr schön ist, damit wir jetzt langsam mal wirklich in die Playoffs kommen und unsere, ja, wirklich auch unser Potenzial ausschöpfen können. Es gibt noch den Anschlusstreffer durch Moreno, das 3-1 direkt hinterher durch Success. Das scheint der vierte Sieg in dieser Episode zu sein. Bisher alles gewonnen, also besser geht's echt nicht. 2-1 und go. Nächstes Training und 2 Upgrades. A bei Rugani, B bei Success, C und C bei Miesca und Green, die trotzdem beide steigen und D bei Ullare. Der scheint sich momentan nicht so gut zu schlagen. Wenigstens Wales denkt noch, dass sie uns weiterhaben möchten, was natürlich sehr schön ist.
San Jose ist 8. in der Western Conference, haben zuletzt gegen Houston 1-1 gespielt, gegen Portland verloren und gegen Philly gewonnen, gegen die wir auch siegreich waren. Vier Spielen 4-4-2 mit ja, glänzend drei Stürmern. Wir spielen vorne mit Majoral und Davies. Ronny verschießt einen Elfmeter, nicht so schön. Liegt daran, dass Ulare gesagt hat, er ist nicht ganz auf dem Daumen, möchte eine Pause haben. Ja, das lassen wir natürlich zu, denn wir wollen ja nicht unsere Spieler verbrennen, gerade so ein Talent wie Ulare nicht. Godoy kriegt die gelbe Karte. Normalerweise sollten wir schon führen durch diesen Elfmeter, aber ist ja leider Gottes nicht reingegangen. Jeffren kommt für Ronny, der seine Strafe dadurch quasi bekommt. Agudelo kriegt die gelbe Karte für unseren Club. Vielleicht können wir trotzdem den Siegtreffer machen. Momentan läuft so gut. Eigentlich sollten wir auch gegen San Jose gewinnen. Sind in der 85. Minute und es passiert nichts. Das heißt, wir spielen 0-0. Ist aber immerhin ein Unentschieden, immer ein Punkt. Besser als nichts. Houston Dynamo ist erster in ihrer Konferenz, nicht Konkurrenz, obwohl so gesehen auch eine Konkurrenz. 2-1 Sieg zuletzt gegen LA und gegen Toronto und 1-2 gegen die Earthquakes, gegen die wir gerade auch 0-0 gespielt haben. Das wird vielleicht die schwerste Aufgabe in den nächsten Wochen. Vorne Torres, Barnes, Wenger, Maidana, Roger, Garcia, Beasley, der ehemalige 96er, Bourgois, Rodriguez, Williams und Derek. Allerdings führen wir schon 1-0, deswegen ist das alles vollkommen egal, aber der Marcus Beasley natürlich ist der ehemalige 96er, Hashtag Leonardo Bittencourt, der den Ausgleich hier für unsere gegnerische Mannschaft erzielt. Sind 60 Minuten durch, es passiert nichts außer der gelben Karte für Mieska, eine Barber kommt für Williams und Wenger macht das 2-1 für Houston. Mieska fliegt auch noch vom Platz, besser geht's ja gar nicht. Na, das ist natürlich super. 2-1, go, Training und wir haben CCCBB. Ja, Abschluss bei Success steigt, Ulare, Schusskraft, Mieska, aber der ist sowieso gesperrt. Wir spielen gegen Orlando, gegen Kaká und Co., die zuletzt Niederlage unentschieden und Sieg gespielt haben und 2-2 gegen Philly, gegen Columbus gewonnen und gegen die Earthquakes verloren. Mal sehen, wie das werden wird. Auswärts ist immer so eine Sache im Karrieremodus, weil die Heimteams immer einen kleinen Vorteil haben. Das ist wirklich so, das ist euer aufgefallen beim Elfmeterschießen. Das ist in der Tat so. Saminha kriegt gelb. Davies macht das 1-0 für unsere Männer. Sehr schön. Warum ich Ulare nicht spielen lasse, der ist immer noch nicht ganz fit. Der, ich weiß nicht, was der hat. Ich kann es euch nicht erklären. Jeffren kommt für Ronny in die Partie. Molino für Seren. Row für Agudelo, Kaká für Laria. Aber das 2-0 fällt durch Jeffren. Scher kommt für Carrasco. Heinz macht es nochmal knapp. Aber wir gewinnen trotzdem. Sehr schön. So, Freunde, Toronto ist momentan Dritter. Sie sind 5 Punkte hinter uns, haben gleich viele Spiele. Dahinter ist nur, sind nur noch ein paar Feinde, die ähnlich viele Punkte haben. Also 6 Punkte weniger und ein Spiel weniger. Das heißt, wenn wir gewinnen, dann sieht es gut aus. Zuletzt haben die verloren, unentschieden und verloren gegen New York, Galaxy und Montreal. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Haben natürlich einen starken Kader, kann man nichts gegen sagen. Majoral muss verletzt runter. Davies verschießt einen Elfmeter. Also die Anfangsphase für uns komplett suboptimal, weil Bambi auch noch gelb bekommt. Ah, Davies und Jovinko machen gleichzeitig Tore. Das ist auch sehr schön. Morgan kriegt die gelbe Karte auf Seiten von Toronto. Jeffren kommt für Agudelo, Rowe für Bunbury. Ja, ich wollte eigentlich nicht, dass Ulare spielt, weil er nicht fit ist. Das ist echt scheiße momentan. Der hat echt extrem wenig Fitness. 88, 89, 90 Minuten durch. Nichts passiert. 1-1. Zum Glück fällt er nur 8 Tage aus der Majoral. So, eine letzte Trainingseinheit für diese Episode und wir haben nochmal ein Upgrade bei Rugani auf 80. Ein 10, B, ein D, ein C. Das sind ordentliche Ergebnisse. So, gegen Chicago spielen wir das letzte Spiel dieser Saison, diesem momentan, dieser Episode, die sind momentan 6. Wir müssen uns echt eigentlich vor dem Sommer einen neuen Job suchen, weil wir haben so viele Spieler, die, also unsere ganze Mannschaft ist eigentlich nur geliehen. Das heißt, wir werden in den Playoffs sowas von reinscheißen. Davies macht zumindest hier schon mal das 1-0. Igbo Ananike, Akam, Gilberto, Brunner. Eigentlich haben die auch keinen schlechten Kader. Akam macht auch das 1-1. Nicht so schön. Aber jetzt müssen wir eine Antwort zeigen und mit den Patties weiter siegen. Doppelback von Davies. Wir führen 2-1. Jeffren kommt für Ronny. Der Brasilianer einfach keine Fitness. So ist das ja oft bei den Brasilianern. Gerade bei Ronny. Gilberto macht das 2-2. Wo wir gerade bei Brasilianern waren. So ein bisschen Jeffren verletzt sich, aber Success macht in der 87. Minute den Siegtreffer. Wunderbar. Coventry will uns nicht haben. Niemand will uns haben. Jeffren fällt 8 Wochen aus. Das ist ein Scheißabschluss für diese Episode. Aber vielleicht finden wir irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ach, irgendwen, der uns haben will vielleicht. Ich weiß es doch nicht. Wie wäre es, wenn wir uns einfach mal bewerben bei, ich weiß nicht, LA oder so. Ja. Haben wir hier irgendwen dabei, der vernünftig platziert ist? Columbus. Ja, da bewerben wir uns. Columbus ist ein cooler Verein. Eigentlich will ich nicht in Amerika rumtouren, aber vielleicht haben wir mit denen größere Chance, Playoffs zu gewinnen, weil unser Verein nun mal momentan nur aus Leihspielern besteht. Naja, mal sehen, was nächste Episode so geht. Das war's von dieser. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bei eben dieser nächsten Episode wieder. Wunderschönen Tag noch. Macht's gut. Haut rein und ciao.